Ich muss es auch immer wieder sagen, speziell mit der Zusammenarbeit mit Linken. Die Linken haben damals den Iran, sie haben Khomeini an die Macht geholfen. Die Linken in ihrer Dummheit waren der Meinung, sie können diesen Tiger reiten. Und das hat sie ihnen eingebracht. Sie hingen als allererste am Baugran. Und das wird auch hier in Europa und in Deutschland passieren. Die Linken benutzen den Islam, so meinen sie, um hier Strukturen zu zerstören. Eben auch wie die Antifa. Sie machen nichts anderes, wie staatliche Strukturen zu zerstören. Und sie sitzen bereits in unseren Parlamenten, sie sitzen in Entscheiderpositionen. Und sie zerstören staatliche Strukturen. Dann mit ihrer Genderideologie zerstören sie die Struktur Familie. Die Familie, die das Wichtigste für einen Staat ist. Und da ist ja auch, was man sehr deutlich sieht, im Islam ist Familie noch was Wichtiges. Da sieht man auch, wie stark dann sich so etwas verbreiten kann. Und wie gesagt, wir müssen heute, wir stehen an einem Wendepunkt, wir stehen an einem Scheitelpunkt. Wir müssen entscheiden, wollen wir zuschauen, wollen wir es über uns ergehen lassen, wollen wir wie die Lemminge ins Verderben rennen oder wollen wir uns endlich aufraffen, wollen wir uns hinstellen, wollen sagen, hier ist die rote Linie und jetzt ist Schluss. Jetzt gelten deutsche Regeln, jetzt gelten deutsche Gesetze, jetzt gilt die Demokratie, das ist wichtig. Und dann müssen wir auch uns dementsprechend verhalten. Und es hat keinen Sinn, sich zu Hause zu verkriechen und darauf zu hoffen, es wird anders sein. Es wird nicht anders sein. Die Demokratie, die Entwicklung spricht absolut dagegen. Noch haben wir eine Chance und wir sehen es ja auch in Deutschland bei der letzten Bundestagswahl, immer mehr Leute wachen auf. Sie haben AfD gewählt, weil die AfD momentan die einzige Partei in Deutschland ist, die wirklich noch Interessen des Volkes vertritt, auch wenn sie noch nicht die ganze Zustimmung hat. Das ist derzeit die einzige Volkspartei, da müssen wir uns mal einig sein. Denn egal, ob CDU, CSU, SPD, FDP und insbesondere Grüne und Linke, sie vertreten nicht das deutsche Volk. Wenn man auf den Bundestag schaut, im Reichstag in Berlin, da gibt es auch oben seine schöne Inschrift, dem deutschen Volke. Und ich muss euch eins sagen, wenn ich da was sehe, was dort entschieden wird, wenn ich sehe, was dort passiert, habe ich immer den Eindruck, da steht noch ein viertes Wort, das haben sie nur versteckt, da steht Kampf dem deutschen Volke. Und so etwas wollen wir nicht haben. Wir wollen in unserem Parlament, in unserem Reichstag, wollen wir Politiker haben, die uns vertreten, die unsere Interessen vertreten, die für uns eintreten und ganz wichtig, die Klartext sprechen und dann auch dazu stehen. Denn wir haben ja auch welche, die immer wieder mal Klartext sprechen und den kennt ihr alle, unseren Horst hier aus Bayern, den Drehhofer. Der kann wunderbar im Bierzelt, da kann der losgehen, da kann der von Heimat sprechen, da kann der von Deutschland sprechen, da kann er alles. Aber dann, zum Beispiel für mich ein persönliches Erlebnis, wo ich gesehen habe, wie schlimmer ist, das war als der Emir von Katar da war. Der Emir von Katar war da und ich war ganz vorne mit dabei, ich war ein Meter von dem Mann weg. Und die Unterwürfigkeit von unserem Drehhofer, vom Seehofer, es war zum Kotzen, ich sag's euch laut und deutlich, es war zum Kotzen, die Unterwürfigkeit gegenüber dem Emir von Katar. Und diese Unterwürfigkeit, die müssen wir ein für alle Mal ablegen. Wir haben so viel, auf das wir stolz sein können. Und ich sage es immer wieder, lassen wir uns nicht mehr davon beirren, dass es 12 dunkle Jahre in der deutschen Geschichte gibt. Und ich sage gleich noch was Böses, in der über 1000 Jahre alten Geschichte Deutschlands gibt es 12 dunkle Jahre. Und wer das wirklich mit nüchternen Augen betrachtet, der sieht dann auch wieder, das waren Linke, Nationalsozialisten. Und der Herr Hitler, der hat hier in München bei der SPD, die heute angeblich die Rechten und alles Mögliche so brutal bekämpft, da hat er sein politisches Handwerk überhaupt erst mal gelernt. Und er wollte ja eigentlich eine ganz andere Partei und denen war er zu radikal, die wollten ihn nicht haben. Und dann kam überhaupt mal die ganze Geschichte mit der NSDAP und so weiter und so fort. Und wir sagen klipp und klar, das, was damals passiert ist, das wollen wir nicht wieder haben. Und wir sehen aber eins,
Jetzt kommt der nächste 9. November. Im November die Pogrome, die Reichstagswahlnacht. Was war damals? Kauft nicht bei Juden, Scheiben wurden eingeschmissen, Menschen wurden niedergeschlagen, es gab Tote. Aber Leute, sind wir nicht fast wieder so weit? Scheiben werden eingeschmissen, Häuser werden beschmiert, Autos werden abgefackelt, Menschen werden angegriffen, weil sie eine andere Meinung haben. Kommen wir so weit, dass nächstes Jahr dann jeder, der zur AfD steht, mit einem blauen Stern rumlaufen muss? Wir sind auf dem Weg in eine totalitäre Diktatur. Wir sind auf dem Weg, die Gutmenschen verdrehen das Positive in das Negative. Und wir brauchen eins, wir müssen endlich wieder den Boden finden, wir müssen wieder die Erde finden, wir müssen wieder ganz vernünftig, klar und deutlich denken. Wir müssen wieder den Menschenverstand zu Gange kommen lassen. Denn wenn ich überlege, in der ganzen Geschichte Europas, ein Thema hat Europa immer beherrscht, das war der Kampf gegen den Islam. Und sie haben ja schon, vorher wurde es angesprochen, halb Spanien gehabt, sie waren ja fast teilweise bis Frankreich und sie standen bis vor Wien, bis dann damals, Gott sei Dank muss man sagen, Europa vereint mit der Hilfe von Polen und Russland dann wieder die Osmanen zurückgetrieben hat. Manche werden es wissen, manche nicht. Ich selber bin ja mit einer Bulgarin verheiratet und auch Bulgarien ist ein Land, das 500 Jahre unter dem Islam gelitten hat. Und ich sage gelitten, denn was uns erzählt wird, auch über Spanien, dass da alles so toll war, das ist eine Lüge. Und dann zum Beispiel, wie es ja im Dritten Reich war, der sogenannte Judenstern, der gelbe Stern. Das hatten wir auch in Spanien schon. Auch da wurden Christen und Nicht-Mohammedaner gekennzeichnet. Und interessanterweise, der IS, als er dann sich in Irak und Syrien breit gemacht hat, wissen Sie, wisst ihr, was der gemacht hat? Auch der hat gekennzeichnet. Da wurden die Häuser von Christen mit dem N für Nazarener gekennzeichnet. Sie machen nichts anderes, was vor 1400 Jahren aufgeschrieben wurde, und das machen sie heute noch. Und da ist der Punkt, wo wir sagen müssen, da ist Schluss. Da ist ein und ein für alle Mal Schluss. Wir haben hier in Deutschland das Recht zu glauben, was man möchte. Du kannst in Deutschland glauben, was du willst. Du kannst glauben, die Erde ist eine Scheibe. Du kannst glauben, die Erde ist hohl. Du kannst glauben, was du willst. Aber du darfst keinen anderen deinen Glauben aufzwingen. Du darfst von keinem anderen verlangen, dass er aus irgendwelchen Gründen das und das machen muss. Und das müssen insbesondere die Mohammedaner endlich verstehen lernen. Wir müssen nicht tolerieren. Wir müssen nicht nachgeben. Wenn ich nach Saudi-Arabien gehe, dann sehe ich es ein. Nur, ich gehe da erst gar nicht hin. Aber wenn ich nach Saudi-Arabien gehe, dann sehe ich es ein. Dann muss ich mich an die Regeln in diesem Land halten. Aber was machen wir? Wir brechen sogar unsere Gesetze. Wir brechen unsere Gesetze und tolerieren Regeln aus der Steinzeit, Regeln aus dem 7. Jahrhundert tolerieren wir. Bei uns ist mittlerweile schon gerichtlich erlaubt die Ehe mit Minderjährigen. Bei uns ist gerichtlich erlaubt die Mehrehe. Bei uns dürfen Leute reinkommen ohne Pässe, ohne alles. Ist alles erlaubt? Da läuft was schief, Leute. Da läuft absolut was schief. Wir wissen nicht, wer in unserem Land ist. Jetzt war es ja die Tage erst wieder im Raum gestanden. Die Bild hat geschrieben, 30.000 sogenannte Schutzbedürftige sind einfach verschwunden. Es ist wichtig für die innere Sicherheit. Wir brauchen Grenzen. Wir brauchen wieder eine Ordnung. Wir müssen wissen, wer ist hier. Und dann haben wir das Problem, wir haben es in Berlin gesehen, wir haben es jetzt wieder gesehen. Es kommen Menschen im Zuge der sogenannten Flüchtlingsströme. Es kommen Menschen zu uns und wir sind ja bereit, echten Kriegsflüchtlingen auch wirklich Schutz zu gewähren. Aber wer über 9 Länder kommt, um dann hier Sozialhilfe abzugreifen, das ist kein Kriegsflüchtling mehr. Wir müssen eins machen, wir müssen schon bereits an der Außengrenze von Europa Zentren einrichten, wo klipp und klar gesagt wird, du darfst rein und du darfst hier nicht rein. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung.
und wir müssen Schluss machen mit der staatlich geförderten Unterwanderung. Zum Beispiel aus der Türkei. Wir zahlen jährlich Millionen von Euro an die Türkei, einmal um sie bereit zu machen für die EU, einmal zum Beispiel auch mit dem Sozialvertrag, den wir ungünstigerweise für Deutschland abgeschlossen haben. Wisst ihr noch, was ist dieser Sozialversicherungsvertrag? Seit 1964 zahlen wir Milliarden Euro für Menschen, die unter anderem in der Türkei leben und dort krankenversichert sind, auf Kosten des deutschen Arbeitnehmers und auf Kosten des deutschen Steuerzahlers. Und das, meine Damen und Herren, hat keine Zukunft mehr. Das müssen wir stoppen. Wir müssen endlich lernen, erst kommen wir wieder. Erst kommen unsere alten Leute wieder, erst kommen unsere Kinder wieder. Und wenn dann noch Geld übrig sein sollte, dann können wir Geld geben. Und wir müssen aufhören, unseren Politikern zu vertrauen, die hier Milliarden, Billionen von Schulden machen, die Deutschland ausbeuten, die Deutschland berauben. Wir müssen sie aus den Ämtern, aus den Parlamenten jagen. Das, was jetzt bei der letzten Bundestagswahl, das war ja nur ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Das war ein ganz, ganz kleiner Schritt in die richtige Richtung. Aber wir müssen da viel weitergehen. Leute wie Frau Merkel, wie Schäuble, die müssen aus den Ämtern verschwinden. Diese Menschen schaden Deutschland, diese Menschen schaden den deutschen Bürger. Und damit meine ich jeden, der hier wirklich zu Deutschland zählt, denn ich kenne genug Leute, die nicht in Deutschland geboren sind, die sich aber mittlerweile als Deutsche fühlen. Und das ist wichtig, denn wir haben auch hier speziell eine Gruppe Menschen, die kommen nach Deutschland, die haben auch deutsche Pässe. Es gibt viele von denen, die haben deutsche Pässe, die nutzen das auch aus, aber sie sagen klipp und klar, Deutsche, mit denen, mit den Kartoffeln, will ich nichts zu tun haben. Und seid mal nicht böse, solche Landsleute brauche ich nicht. Ich möchte Landsleute, die mit mir zusammenstehen als Bruder und Schwester und zusammenstehen und hier Freiheit und Demokratie verteidigen. Ich möchte keine Landsleute, wie es ja jetzt auch in Berlin ganz deutlich gezeigt wurde, die Polizisten werden wollen, die auf die Polizeischule gehen und dort Deutsche bedrohen, die Ausbilder bedrohen. Und ich habe vor knapp anderthalb Jahren den Herrn Hahnmann zu diesem Thema befragt. Denn liebe Münchner, wisst ihr denn überhaupt, dass auch hier in Bayern, wo alle immer meinen, wir sind so christlich, wir sind so sozial, hier ist alles so schön. Wisst ihr denn, dass auch hier in Bayern schon seit langer Zeit etliche, und da geht es um tausend, Polizeibeamte im Dienst sind und gezielt noch gesucht werden, die keine deutschen Staatsbürger sind? Herr Hahnmann hat das angestoßen und das ist hier mittlerweile so. Du musst kein deutscher Staatsbürger mehr sein, um das deutsche Recht zu vertreten. Und ich bin der Meinung, das ist absolut falsch. Ich darf ja meine eigene Geschichte erzählen. Ich bin gebürtiger Österreicher, bin mit 6 Jahren nach Deutschland gekommen und ich wurde damals mit 17 Jahren freiwillig Deutscher. Und wisst ihr auch warum? Weil ich Polizist werden wollte. Und damals ging das nicht anders. Damals musstest du deutscher Staatsbürger sein, um Polizist zu sein. Und ich habe dann den Herrn Hahnmann gefragt, das könnt ihr im Internet nachschauen, da gibt es Videos drüber. Ich habe ihn gefragt, wie geht das zusammen, dass jemand deutsches Recht vertreten soll, der kein deutscher Staatsbürger ist? Wie geht das zusammen, dass der womöglich Beamter auf Lebenszeit wird, aber kein Deutscher ist? Und er hat gemeint, alles kein Problem, das sind alles super nette Leute und sie stehen zum Grundgesetz. Und wenn wir dann aber schauen, wenn wir dann Untersuchungen nachfolgen, speziell die Gruppe der Mohammedaner steht eben nicht zum Grundgesetz. Die Masse sagt, wir möchten, dass eines Tages die Scharia gilt. Die Masse sagt, wir möchten, dass das Gottesgesetz über dem Menschengesetz steht. Und da haben wir wieder das, was ich vorher gesagt habe. Wir stehen vor der Wahl. Zwei Bücher, die über unsere Zukunft entscheiden. Entweder Grundgesetz oder Koran. Und ich sage absolut nein, der Koran darf unser Leben nicht bestimmen. Er darf es nicht. Und wer anderer Meinung ist, den müssen wir leider Gottes bitten, dieses Land zu verlassen. Das müssen wir. Wir müssen diesen Schritt gehen.
und dann müssen wir weitergehen. Wie gesagt, der Michael sagt es ja schon seit langem und das, was Michael sagt, wisst ihr, wo das überhaupt auch herkommt zum Großteil? Das war ein Alevit, ein Professor an der Uni in München, hat damals diese Thesen aufgestellt. Wir müssen das, was im Koran steht, entschärfen. Alle Tötungsbefehle, alle Ordern, die da drin stehen, die gegen Demokratie, gegen Menschenrechte sind, die müssen klipp und klar eliminiert werden. Aber wir sehen es ja tagtäglich in jedem islamischen Land, dass es nicht so ist. Und ich hasse keine Ausländerin, junge Frau, denn meine Frau ist Bulgarin, das ist eine Ausländerin. Und die liebe ich von ganzem Herzen, also hasse ich keine Ausländer. Es ist Mist. Nein. Es ist immer diese Verallgemeinerung. Und wie gesagt, es ist auch nicht Ausländerhass. Es ist die Kritik an diesem Buch und die Kritik an Menschen, die exakt nach diesem Buch leben.